Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch ein selbstgemachtes Frühstückssandwich aus einem schönen selbstgemachten fluffigen Burgerbrötchen, dann einem Sucuk Patty und Rührei. Und das kombiniert ergibt dann ein sehr softes Frühstückssandwich. Und ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Let's go! Wir nehmen uns eine Schüssel. In die Schüssel bröseln wir 32 Gramm Hefe hinein. Darauf geben wir dann 35 Gramm Zucker. Darauf kommen dann 200 Gramm lauwarmes Wasser und 40 Gramm Milch. Nehmen Schneebesen, löst alles schön auf. Nach dem Auflösen lassen wir das kurz so 5 Minuten stehen. So, nach den 5 Minuten gebe ich ein Ei hinein. Wieder mein Schneebesen, verkühle es. Kommen Mehl und Salz hinein. Jetzt nehmen wir einen Löffel und das Ganze zu einem Teig. In der Schüssel etwas durchkneten. Dann nehmen wir das auf die Arbeitsfläche, so breiten den Teig etwas aus. Dann nehmen wir uns 80 Gramm weiche Butter. So, hauen das in den Teig, falten den Teig. Und jetzt kneten wir den Teig schön durch. Die Butter wird jetzt schmelzen und der Teig wird etwas auseinandergehen. Der wird jetzt etwas kleben, aber je länger wir jetzt ihn durchkneten, dann sammelt er auch sich wieder. So, nachdem wir den Teig wieder gesammelt haben, kneten wir jetzt schön durch, so mindestens 8 Minuten. Wenn der Teig zu stark an den Händen kleben bleibt, den Teig 90 Grad nehmen, gegen die Arbeitsfläche klatschen, drüber falten und wieder und wieder. Und wenn wir den Teig recht gut durchgeknetet haben, dann haben wir noch einen recht leicht klebrigen Teig. Den formen wir jetzt zu einer Kugel. Nehmen jetzt und geben ihn zurück in die Schüssel. Decken den ab und lassen den für mindestens eine Stunde schön aufgehen. Dann habe ich hier einen gut aufgegangenen Teig. Dann lasse ich mal die Luft raus. Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. Gebe meinen Teig da drauf. Ein bisschen Mehl auf den Teig drauf. Dann nochmal kurz durchkneten. Dann habe ich hier einen schönen fluffigen Teig. Den unterteile ich jetzt. So, diesen Teig unterteile ich jetzt in 10 gleich große Stücke, je 90 Gramm. Wenn ich meinen Teig unterteilt habe, nehme ich meinen Teigling, falle das Ganze von außen in die Mitte, drehe es um und schleife das schön glatt. Und das lege ich jetzt auf einem Blech mit Backpapier und mit reichlich Abstand zu den anderen Kugeln. Decke ich sie ab und lasse nochmal so für 40 bis 60 Minuten schön aufgehen. Für die Soße brauchen wir Mayo, dann brauchen wir Ketchup, Senf, etwas Salz, etwas Pfeffer und etwas Paprikapulver. Abschließend geben wir noch einen Esslöffel Gewürzgurkenwasser hinzu. Daraufhin wird alles gut miteinander vermischt. So, dann wäre die Soße bereit. Dann richten wir unser Sucuk Patty her. Dafür brauchen wir Hackfleisch. Das Hackfleisch muss jetzt gut gewürzt werden. Habe ich hier einmal Piment, Pfeffer, Salz, Paprikapulver und reichlich Knoblauchpulver und etwas Kreuzkümmel. Wenn ich alle Gewürze drin habe, mische ich das schön durch, knete schön durch, gut durchkneten, damit sich auch alle Gewürze in diesem Fleisch verteilen. So, und jetzt können wir schöne Patties daraus formen. Um die Patties zu formen, nehme ich mir einen Deckel, das ungefähr so groß ist wie die Brötchen. Lege das Ganze mit Frischhaltefolie aus, nehme mir etwas von dem Hackfleisch und breite das Ganze in diesen Deckel aus und drücke es gründlich fest, damit mir das Ganze dann beim Braten nicht auseinanderfällt. Und dann kann man das Ganze einfach rausheben und schon hat man sein Patty fertig. Und wenn meine Burger Buns schön aufgegangen sind, bepinsel ich sie gründlich mit einem Ei. Diese Brötchen kommen jetzt in den Backofen für ungefähr 15 bis 18 Minuten. Der Backofen ist vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Für mein Rührei nehme ich mir eine Pfanne, erhitze diese Pfanne auf mittlere Hitze, gebe etwas Butter hinein, bringe das leicht zu schmelzen und wenn ein kleiner Teig geschmolzen ist, breche ich zwei Eier hinein. So, und rühre das Ganze schön um, bis es anfängt zu stocken. Das auf mittlere Hitze, man kann es auch ein bisschen niedriger stellen, ein bisschen salzen. So, wenn es anfängt zu stocken,
Weiter umrühren. Temperatur mal abstellen. Das auf einer Stelle mit sammeln. Denn jetzt gebe ich noch etwas Creme Fraiche hinein. Das rühre ich schön unter. So, mein Ei kann ich jetzt vom Herd nehmen. Und wenn die Burger Buns schön goldbraun geworden sind, nehme ich sie aus dem Backofen. Und solange sie noch heiß sind, kann man sie noch mit Butter bestreichen. Und dann glänzen die auch schön. Wir nehmen uns einen schönen, fluffigen Burger Bun. Den schneiden wir jetzt auf. So. Und das toasten wir jetzt an in einer Pfanne. Ich erhitze eine Pfanne. Darauf gebe ich etwas Butter, gebe die zwei Hälften drauf und toste sie jetzt schön goldbraun an. Wenn sie schön goldbraun sind, nehme ich sie vom Herd. Jetzt eine andere Pfanne, gebe ihnen Kleckser Öl drauf. Dann brate ich ein Patty an. Pro Seite ungefähr 2 bis 3 Minuten. Drauf und Temperatur gerade abstellen. Wer möchte, kann die Temperatur abstellen und noch einen Deckel drauf machen. So, dann habe ich hier mein getoastetes Brötchen. Das mache ich auf, gebe etwas von der Soße drauf. Danach kommt mein Patty drauf mit dem leicht geschmolzenen Käse. Das gebe ich mein Rührei drauf. Schön reichlich. Nehme meinen Deckel, Soße drauf, reichlich Soße. Und zuletzt mache ich noch meinen Deckel drauf. Fertig ist mein Frühstücksburger. Das war's dann mit diesem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.